Ich assoziiere normalerweise Wüste ja nicht mit etwas Gutem, aber nachdem ich diesen Vers im Urtext nachgeschaut habe, hat sich meine Meinung verändert. Im Lukas 1, Vers 80 lesen wir davon, wie Johannes, später Johannes der Täufer, bevor er seinen öffentlichen Dienst angefangen hat, in die Wüste ging. Natürlich sofort kommen wir in den Sinn, das Volk Israel in der Wüste vor dem Einzug ins verheißene Land. Jesus in der Wüste, bevor er seinen Dienst angefangen hat. Aber wieso Wüste? Ich habe es nachgeschaut im Urtext und es steht Eremos, was so viel bedeutet wie einsam, verlassen, wüst und öde. So bekommt dieser Vers ganz eine neue Bedeutung. In der Einsamkeit, Verlassenheit, weg von aller Ablenkung ist Gott alles, was wir haben. Und er braucht diese Zeit, um uns vorzubereiten für das, was er für uns bereit hat. Also das nächste Mal, wo du einen Vers liest, schau doch mal nach, was das im Urtext bedeutet.